Folge Nummer 67 und wie wir gerade sehen, werden wir schon wieder angegriffen. Super. Und Torpedo im Anflug, okay. Ich glaube, die mögen uns jetzt doch nicht mehr so sehr. Ja, Torpedo im Anflug ist okay, aber hier sind wir weg. Und wenn ich jetzt die Piraten angucke, dann habe ich gerade doch so ein Symbol gesehen, wo ich sagen würde, boah, Alter, das ist ja wieder ein Mutterschiff, oder? Vertue ich mich da? Nee, doch nicht. Sieht nur so aus. Feindselig im Krieg, klar. Und jetzt kommt ein Dingens hier, sag schon. Na. Den haben wir mal gerade eben geschafft. Okay. Deine Torpedos, die behalten wir da. Und ich mach dich jetzt mir hier gerade platt, mein Guter. Ah, der ist ein bisschen stabiler, wa? Kriegen wir da auch mal irgendwie sowas kaputt, was hier schießt? Ich glaube, die Waffe haben wir erwischt, oder? Jetzt dreht er um. Da ist noch eine Waffe. So, mein Guter, du bist gleich zweigeteilt. Ja, brauchst dich nicht mehr bewegen, lohnt nicht mehr. Noch ein Schuss und dann war's das. Da ist er kaputt. Okay, dann sammeln wir da noch gerade die zwei Grünen ein. Da ist auch noch ein Weißer. Ja. Bisschen gerammt. Doppelpoint Defense MG-Geschütze und Doppellasergeschützturm. Geschützkontrollsystem. Ja, okay. Wo ist der andere? Da ist er. Ja, komm. Irgendwie habt ihr euch den Falschen heute ausgesucht. Der ist auch weg. Wo ist der dritte? Da unten ist er. Der sieht ein bisschen aus wie ein U-Boot, ne? Okay, und der ist auch Geschichte. Und jetzt mich nicht mehr ärgern, ne? Piraten. Maschinengeschützturm ohne Wert. Da drüben ist noch ein bisschen Grünes. Ein Weißer auch noch. Eisenmetall, Titan, zwei Maschinengeschütztürme. Okay, und der Grüne. Das ist noch eine Waffe. Bergbaugeschützturm. Okay, der ist schon was Besseres. Ja, ist jetzt hier ein neu moderner Schrottplatz sozusagen. Da sind zwei Asteroiden. Ich habe das letztes Mal schon gesehen, ne? Doofe ist, dass wir jetzt hier, sag schon, keine Kohle haben, ne? Jetzt müssen wir eigentlich zusehen, dass wir erstmal, sag schon, einen anderen Sektor aufsuchen, wo es ein Ressourcendepot gibt zum Verkaufen, ne? Ausrüstungsdock. Ich glaube, wir fliegen da mal hin. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Und auf geht's. Kurz einmal da was verkaufen. So, da ist das Ausrüstungsdock. Da können wir erstmal andocken. Und da haben wir auch ein paar Sachen, die wir vielleicht verkaufen können an Bord, ne? Ich glaube, ich steuere direkt auf dem Asteroiden zu, ne? Ja. So, mal näher. Okay, die Docking-Ports sind natürlich da unten.
Na, das war zu früh. Jetzt passt der Traktorstrahl. So. Ausrüstung, Handeln. Na, gucken wir doch erstmal rein hier. Erstmal können wir hier sowas hier. Also, wir müssen erstmal Gegenstände verkaufen. Haben wir den irgendwo auch eingesammelt? Sieht so aus, ne? Warte, hier sind ja mehrere Seiten. Gehen wir mal zu den grauen Sachen erstmal hin hier, ne? Der können wir verkaufen. Maschinengeschützturm weg. Wie? 9 Stück? Könnte ich irgendwie mit Shift wahrscheinlich alle verkaufen, oder? Okay, wir brauchen Credits, steht da. Hab ich die nicht? S-Elektro. Standard hätten wir behalten sollen, ne? Naja, jetzt auch egal. Komm, das Bergbausystem hauen wir auch raus, damit wir erstmal auf Geld kommen mehr, ne? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich sehe nicht, 15.000 steht da, glaube. S-Elektrohüllenpolarisierer. Schwäche gegen elektroalten Schaden. Polarisiert Hülle, um die Widerstandskraft deutlich zu erhöhen. Ein Nebeneffekt verursacht, dass die Hülle mehr Schaden von Waffen des Typs Elektro nimmt. Ja, ich sag mal, das sind alles weiße Dinger. Die würde ich jetzt mal schnell verkaufen. Wieso kann man das hier so doof sehen, ne? Weg. 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 Abwracker kann weg. So, verbesserte Handelsscanner, Bergbau, Geschützkontrollsystem, neuer Bergbau. Ja. Ich glaube, diese hier mit Eisen, Doppelpoint Defense MG Geschützturm. Weg. Ah, die Besatzung wurde bezahlt, das hat jetzt geklappt. Doppellaser-Geschützturm. Weg. Und auch weg. Kraft wurde auch bezahlt, damit ist das erledigt. Das sind eher Bergbau, die sind gut. Scanner-Upgrade für besondere Systeme. Da sind drei C3 in Blau. C43 natürlich. Hier haben wir auch Dreier. Fortgeschrittenes Handelssystem. Entschuldigung. Doppel-Tesla-Geschützturm. Die sind natürlich nur mit Eisen. Ja, das ist schon wieder nicht so dolle. Aber die können wir vielleicht umwandeln. Hightech-Handelssystem. Handelsroutenerkennung. Wirtschaftsübersicht, lokal, Handelsrouten, Sektoren 3. Das ist schon mal richtig cool. Ja, ein bisschen Geld haben wir ja jetzt erstmal. Ich glaube, da sollte erstmal gut sein. Ach so, wir sollten vielleicht auch mal gerade reingucken, was es hier gibt, ne? Wenn wir schon hier sind. Aber dafür haben wir ja keine Kohle, also bringt's das doch nicht. Wie ist die Zeit? 18 Minuten, da sollten wir irgendwie hinkriegen. Ein Ressourcendepot aufgesucht. Da. Dann fliegen wir erst zum Ressourcendepot und gucken zu, dass wir da was verkaufen, ne? Verpflichtendes Treffen aller Stationskommandeure. Okay, dann müsste ich da auch hin, oder was? Ich habe ja jetzt eine Station. Okay. Da unten ist bestimmt ein Dockpunkt, oder? Natürlich nicht. Traktorstrahl geht schon cool. So. Kauf eine Rüstung. Ja. Gehen wir da mal rein, ne? So, wir wollen was verkaufen. Ja, 4 ist jetzt auch nicht so dolle, ne? Da wird der Thomas schon wieder meckern, wenn ich das verkaufe. Aber wir müssen ein bisschen Geld haben, das nützt nichts, ne?
Können wir mal gerade 1, 2, 3. Eine Million verkaufen, dann haben wir hier oben ein bisschen mehr Geld. Das lohnt sich dann wenigstens. Ne? Jetzt haben wir 4 Millionen. Das war jetzt nicht der Deal, ich weiß. Aber man muss auch mal, ne, Prioritäten setzen. Sag jetzt nicht, dass ein Asteroid zum Einnehmen. Ich glaube schon, oder? Nee, ne? Oder? Hier so. Einfach mir nichts, hier nichts ist ein Asteroid, den man einnehmen kann. Also sieht auf jeden Fall so aus. Hammer, oder? Nee, kann man nicht. Voll doof. Aber das ist doch einer so andere Form. Ist keine Station, nix. Ja, schade, ne? Oder habe ich was falsch gemacht, nicht ausgewählt? Ne, habe ich ausgewählt. Dann kann man den nicht einnehmen. Auch nicht schlimm. So, eins machen wir jetzt hier sofort, bevor ich es wieder vergesse, und zwar reparieren. So. Okay, das hat das gekostet. Ja. Jetzt sind wir wieder voll einsatzfähig. Was sind das für ein Würfel da? Casino, okay. Und jetzt gucken wir da noch mal rein. Fliegen wir da mal gerade hin. Okay. Wo ist ein Doktor? Traktorstrahl an. Und reingeschaut. Nochmal Ausrüstung handeln. 15 Minuten, das ist also gut. Air Mining Geschützturm. Titan Air Bergbau Geschützturm. Außergewöhnlich. Jetzt kaufen. Ja, Abwracker, nee. Der Rest, Eisenair, Bergbaugeschützturm. Kaufe ich, um sie zu verbessern. Den auch. Doppeltitan. Weiß ich nicht, kann man die auch verbessern dann? Aber die sind nur grau, ne? Energie nach Schildkonverter, Bergbausystem. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Was haben wir hier oben? Den C43-Detektor. Findet und markiert alle interessanten Objekte zu einer Meldung, wenn interessant, aber wie ist es in Reichweite? Markierungsreichweite 10,26, okay. Kaufe ich auch. Quantum Radarschild, Werkbau. Da unten sind noch ein paar Nomade, ne? Die könnte man natürlich dann verbessern. Mache ich mal, ne? Irgendwo rüste ich die dann auf. Sonstiges. Fraktionsgebietkarte können wir nicht. Fraktionsquadrantenkarte könnte man. Aber will ich jetzt gar nicht. So, Torpedos müsste man mal drüber nachdenken, denen das auch an den Hals zu schicken, ne? Aber erstmal nicht. So. Das haben wir erstmal. So, jetzt müssen wir nur überlegen. P. Einbauen können wir hier nichts. Wir müssten vergrößern. Wir haben hier einen C43-Detektor. Der hat eine gute Reichweite. Und der hier hat die gleiche Reichweite. Und hier sind ja auch noch welche. Vielleicht kann man die zusammen dann irgendwo reinschmeißen. Also kann man wieder nur eine Stufe höher. Aber hier sind vier und da, ja, würde gehen, denke ich mal. Forschungsstation wäre gefragt, ne? Ja, macht dann, ich muss mal reinklicken, ne? Dann geht das auch. Aha, daneben an ist die Forschungsstation. Hier waren wir mit unseren Asteroiden, ne? Da müssen wir unbedingt auch nochmal vorbeigucken. Ich glaube, da war bestimmt noch einer oder zwei mehr, ne?
Gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Runde, dass wir einmal zur Forschungsstation fliegen vielleicht. Aber man könnte mir auch was anderes schreiben, dass wir das nicht machen sollen. Aber hier wollte ich wenigstens die Asteroiden nochmal abklappern, was da ist. Und naja, da kommen ab und zu auch mal ein paar Piraten vorbei, die man vielleicht mal ausbeuten kann. Ne? Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.